Ich möchte zunächst erstmal klären, was sind denn sekundäre Pflanzenstoffe? Es sind Stoffe, die nicht in dem Primärmetabolismus der Pflanze gebildet werden, da sie diese nicht primär benötigt. Zucker, Fett und Proteine braucht sie primär. Sekundär benötigt sie ihre sekundären Pflanzenstoffe, sogenannte Polyphenole unter anderem. Diese brauchen sie als Schutz der Arterhaltung, zum Beispiel der Knoblauch, das Allicin, welches erst freigesetzt wird, wenn Alin und Alinase, das Enzym, welches sich in den Zellwänden befinden, zusammentrifft, als Fraßschutz, wenn man zum Beispiel hineinbeißt. Oder Chili, das Capsaicin, oder Zwiebel, oder Kurkuma, das Kurkumin. Auch die rote Farbe der Mangos ist ein Schutz vor der Sonne und den UV-Strahlungen, die das Gewebe zerstören können. Pflanzen bilden diese sehr ungerne, da dafür Rohstoffe aus dem primären Metabolismus abgezwackt werden müssen. Schaut man sich das Bild an von den Katechinen. Diese sind sekundäre Pflanzenstoffe und diese gehören zu den Flavonoiden. Daraus ist übrigens auch das OPC. Man sieht hier, dass unten das Epigallocatechin-Galat EGCG das allergrößte ist und daher auch am meisten Aufwand ist für die Pflanze, dieses herzustellen und zu bilden zum Schutz. Es ist aber auch jenes mit der mit Abstand stärksten Wirkung. Dazu kläre ich euch noch in meinem weiteren Video einmal auf. Wir sehen hier mal ganz kurz einen Ausschnitt aus einem EEG, eine Hirnmessung, eine Hirnstrommessung. Nach kurzer Zeit sehen wir hier bereits enorme Unterschiede in der Gruppe, die EGCG konsumiert hatte. Ja, sekundäre Pflanzenstoffe haben Einfluss auf unseren Körper und ja, sekundäre Pflanzenstoffe haben auch Einfluss auf unsere Gene. Ich möchte euch sagen, dass euch nicht immer der stärkste sekundäre Pflanzenstoff hilft, sondern eine sinnvolle Kombination, allgemeine, eine Fülle davon, wirklich zielführend ist. Wir nehmen das Volk der Ameisen. Die sind nicht die allerstärksten, wobei im Vergleich, im Verhältnis gesehen zu ihrem Körpergewicht, sind sie mittlerweile schon die stärksten, aber ihr wisst, was ich meine. Viele kleine Ameisen können viel stärkere Tiere erlegen. So kann man das ungefähr replizieren auf die Kombination der Ameisen und die Kombination der sekundären Pflanzenstoffe, die es wirklich in sich haben. Wir kennen alle Kurkumin, Hauptwirkstoff aus dem Kurkuma, die Gelbwurzel, welchem eine große Antitumorwirkung nachgesagt wird. Dies konnte in vielen Studien gezeigt werden, in Zellkulturen. Doch in Vivo-Studien, das heißt in Lebensstudien, konnte dieser Effekt nicht wirklich repliziert werden. Das hängt mit der enorm schlechten Bioverfügbarkeit zusammen. Nur als Anmerkung, daher haben wir Kurkumin liposomal verkapselt. Sehen wir hier auch in unserer Studie eine deutlich höhere Blutkonzentration, 38 mal höher wie normales Kurkumin sehen wir hier bei unseren Produkten. Zu Krebs haben wir keine Studien gemacht, da sind dort keine Aussagen möglich. Da kann ich keinen Zusammenhang zu unseren Produkten und zu Krebs herstellen. Das ist nochmal ganz wichtig, dass ich das hier anmerken möchte. Diese Studie hat dies gemacht. Sie hat aber Kurkumin, Resveratrol und Epicatechin-Galat liposomal verkapselt und kombiniert. Und auch Resveratrol haben wir übrigens in jedem von unserem Produkt drin. Man hat verschiedene Untersuchungen gemacht. Wissenschaftler haben Hirntumorzellen von Mäusen bearbeitet mit zwei Lösungen. Liposomales Kurkumin und liposomales Kurkumin, Resveratrol und Epicatechin-Galat. Wichtig ist, es handelt sich hier um Zellen und später um liposomale Injektionen, die nicht gleichzusetzen sind mit einer oralen Aufnahme von liposomalen Supplements, die wir zum Beispiel verkaufen. Das ist aber für dieses Video nicht entscheidend. Zum Schluss komme ich aber noch zu meinem Fazit und zu der Take-Home-Message, die dann wirklich alles abrunden wird. Von daher ganz wichtig, dranbleiben. Ein sehr wichtiger Indikator für eine Tumorerkrankung und dessen Fortschreitung ist die Präsenz des P53-Proteins. Bei einem DNA-Schaden, zum Beispiel durch Radikale, fördert das P53-Protein einen Zellteilungsstopp der Zelle. Wenn dies nicht passiert, werden entartete Zellen weiter gebaut und repliziert und so entsteht Krebs. Also fassen wir zusammen, Krebs entsteht nicht direkt durch ein Erbgutabnormalität, sondern wenn Proteine, die diese überwachen, mutieren. Denn P53 fördert den Reparaturmechanismus der Zelle und stoppt so lange die weitere Zellteilung, bis die Zelle genug Zeit bekommt, die Entartung zu beseitigen. Man hat jetzt Liposomen, liposomales Kurkumin und liposomales Kurkumin, Resveratrol und Epicatechin-Galat getestet auf die P53-Konzentration im Tumorgewebe. Davon wollen wir ja viel haben, haben wir ja gerade gelernt. Wie man sieht, erhöht das liposomale Kurkumin die Konzentration des P53-Gen, welches ja für saubere Zellteilung sorgt und Entartung beseitigt, massiv. Für Kurkumin um 248% und die Dreierkombination Kurkumin, Resveratrol, Epicatechin-Galat 954%. Ihr versteht, worauf ich in diesem Video hinaus möchte.
Die Kombination macht es halt. Es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass die Abwesenheit von P53-Protein zu viel symmetrischen Zellteilungen führt beim Krebs. Und das möchte der Krebs, ja, symmetrische Zellteilung. Und die können vonstatten gehen, wenn dieses P53 fehlt. Für das Auftreten einer Krebserkrankung muss es zu einer Kaskade von ungünstigen Ereignissen kommen. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Kaspasen, genauer Effektorkaspasen. Das sind Enzyme. Diese machen Folgendes. Bei einer entarteten Zelle ist es das Beste, wenn diese eliminiert wird, sodass sie nicht weiteren Schaden anrichten kann oder sich teilen kann. Dieses passiert durch den programmierten Zelltod, der mit unter anderem auch von den Immunzellen, den T-Effektorzellen, eingeleitet wird. Denn wird diese Zelle recycelt? Kaspasen machen genau das. Es sind Enzyme, die Zellbestandteile wie Aktin und Lamin hydrolysieren, das heißt spalten mit Hilfe von Wasser. Es liegt nahe, dass wir möglichst viele von diesen Enzymkaspasen haben wollen in einem Tumorgewebe, denn wir wollen möglichst viele Tumorzellen zum Recycle-Mechanismus zwingen, bevor die weiteren Schaden anrichten bei uns im Körper oder metastasieren. Wir sehen hier erneut denselben Trend. Die Kombination, die Dreier, Resveratrol, Kurkumin und Epicorticingalat, scheint allen anderen deutlich überlegen zu sein. Und das liposomale Kurkumin schafft es, dieses Enzym zu erhöhen auf 348%. Hingegen die Kombination aus liposomalem Kurkumin, Resveratrol und Epicorticingalat auf 2248% im Vergleich zu Vehicle Group. Und das ist doch einfach mal sehr bemerkenswert, oder? Es gibt ebenfalls Krebsstammzellmarker CD133 und SOX2. Und diese wollen wir diesmal nicht zum Steigen bringen, sondern zum Sinken. Und wir sehen auch hier, der tiefste Wert war mit der Dreierkombination Kurkumin, Resveratrol, Epicorticingalat mit bis zu 92% verringerter Fluoreszenz der Tumormarker, das heißt der spontanen Lichtemission, zu vermerken. Das alles natürlich weder mit einer statistischen Signifikanz, wie vorher auch in den Untersuchungen. Statistisch signifikant. Kommen wir nun zu einer Beobachtung an lebenden Säugetieren. Hier wurde unter anderem noch natürlichen Killerzellen gemessen. Diese sind Zellen des angeborenen Immunsystems, welche in der Lage sind, Krebsstammzellen zu fressen. Auch hier sehen wir, nach der Injektion der liposomalen Formulierung, der statistisch deutliche Anstieg der Kombination wieder. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert, dass immer diese Kombination sich deutlich durchgesetzt hat. Und dies zu verifizieren, hat man ebenfalls das Gewehr deiner eigenen Immunzellen gemessen, mit dem deine Immunzellen Krebszellen töten. Und das ist die INOS, I-N-O-S. Aktivität. Das ist ein Enzym, welches aus L-Arginin, einer Aminosäure, Stickstoffmonoxid synthetisiert. Dieses passiert in einer tausendfach höheren Konzentration, als es normalerweise deine Enzyme dem Körper tun. Warum passiert dies? Da Stickstoffmonoxid in diesen hohen Konzentrationen zytotoxisch wirken. Das heißt, deine eigenen Immunzellen töten mit Hilfe des Stickstoffmonoxid Erreger oder auch Krebszellen. Auch hier sehen wir denselben Trend. Die INOS war ebenfalls am höchsten in der Dreiergruppe. Das heißt, nicht nur die meisten Immunzellen wurden stimuliert durch die Dreierkombination, sondern auch die beste Bewaffnung fand statt mit Resveratrol, Kurkumin und Epicorticingalat auf liposomaler Basis bei Injektionen. Der Satz am Ende, der Wissenschaftler ist wirklich sehr treffend. Man merkt diese unterschwellige Nachricht gegen die Pharma, aber auch ihre Hilflosigkeit. Dieser Bericht zusammen mit unseren früheren Studien, das heißt, sie deuten schon mal hin, dass sie bereits schon mal Studien dazu gemacht haben, aber jetzt noch mehr machen, damit die Leute es endlich sehen sollen, zeigt, dass die Dreierkombination potent, relativ stabil und sicher ist. Somit kann die Dreierkombination als vielversprechendes Onko, das heißt kein Krebs, ja, Immuntherapeutikum dienen, das etablierte GBM-Tumore bei Patienten eliminieren kann, die derzeit vor den verfügbaren Palliativbehandlungen kapitulieren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Wissenschaftler sagen hier indirekt aus, dass die Pharmaindustrie keine suffiziente Methode hat, diese Tumore so zu eliminieren. Das sagen sie hier aus. Daher nochmal der Satz. Die derzeit vor der verfügbaren, das heißt, was die Pharmaindustrie momentan preisgibt oder zur Verfügung stellt, palliativen Behandlungen kapitulieren, die ihr Leben nur um ein paar Monate verlängern wird. So haben die Wissenschaftler hier etwas erschaffen, eine Kombination, die eventuell helfen könnte und vor allen Dingen einen Lösungsansatz bieten könnte, dass die Menschen nicht kapitulieren. Ja, das muss man einfach mal verstehen. Doch die Wissenschaftler werden auch diesmal ungehört bleiben.
Denn diese Stoffe lassen sich nicht patentieren und damit lässt sich kein Geld verdienen. Ich möchte euch hier einmal demonstrieren, dass zum Beispiel Kurkumin eine Wirkung hat. Doch eben nur eine. Wir kennen die Verbindung ja schon mit Fett und Pfeffer, dass es völlig anders wirkt. Das kennen wir ja schon dadurch. Aber mit anderen sekundären Pflanzenstoffen ist es eben noch neu. Und das habe ich hier aufgedeckt. Ich möchte mit diesem Video einen Appell an euch senden, denn je mehr leere Kalorien du isst, desto weniger von diesen wundervollen Substanzen wirst du aufnehmen. Du musst dir also so vorstellen, du hast jeden Tag eine gewisse Anzahl von Kalorien, die dich gesund machen. Diese variiert je nach Aktivität. Isst du zu wenig, wirst du krank. Isst du zu viel, wirst du krank. Nutze deine freien, gesunden Kalorien also gut, denn du hast nicht unendlich davon zur Verfügung, ohne Krankheit zu manifestieren. Du hast nicht unendlich davon, so wie auch deine Lebensjahre. Wenn du wertvolle Kalorien mit raffinierten, leeren Kalorien füllst, verschenkst du jede Menge Gesundheit. Denn je mehr volle Kalorien mit sekundären Pflanzenstoffen, desto mehr Kombinationsmöglichkeiten eröffnen sich für die sekundären Pflanzenstoffe, die in dir doch Tolles verrichten könnten, so sehen wir hier in dem Video. Ein einziges Nahrungsmittel macht nicht den Braten fett, sondern dass wir aus Synergien bestehen und Lebensmittel dahingehend essen sollten, die ebenfalls Synergien bei uns im Körper entwickeln könnten. Nur müssen wir eine Fülle davon auch akkumulieren durch unsere Ernährung und unseren Lebensstil. Danke für deine Aufmerksamkeit. Unterstütze mich sehr gerne auf purazell.de für meine Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, sodass ich dich auch nächstes Mal wieder mit kostenlosen Infos versorgen kann. Danke für deine Aufmerksamkeit, den Daumen und das Teilen und den Kommentar nicht vergessen, denn ich lese jeden. Dankeschön. Bis gleich auf purazell.de. Ciao.